Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier beim Police Simulator Patrol Officers. Wir befinden uns wieder in Downtown und genau, da hinten müssen wir raus, nicht, dass wir uns hier wieder verlaufen. Und wir sehen auch, hier sitzt jetzt keine Dame mehr, also das finde ich ganz cool. Hätte ja jetzt auch sein können, dass hier wirklich alles generisch ist und alles gleich ist. Die beiden hier stehen zwar immer noch, aber jetzt sitzt er hier, finde ich eigentlich ganz cool gemacht. So, wir suchen erstmal den Ausgang, ich glaube, das war der hier, sehr gut. Und unser Auto ist da hinten. Ein Traum. Es gab einen neuen Update, ein neues Patch hier. Und es ist jetzt so, dass die Steuerung sich hier verändert hat und auch die Sprache. Jetzt weiß ich ehrlich gesagt gerade gar nicht. Das finde ich eigentlich alles okay. Jetzt weiß ich gerade gar nicht, wo man die Sprache umstellen würde. Aber es wurden ganz viele Sprachen, war was wohl nur auf Deutsch und Englisch spielbar. Jetzt ist es halt auf Polnisch, Türkisch und ganz vielen anderen Sprachen noch spielbar. Und der Zoom-Modus ist jetzt auf der linken Maustaste. Hat den Vorteil, dass wenn man wohl hier eine Radarpistole zum Beispiel draußen hatte und man wollte zoomen, konnte man das vorher nicht, weil der Zoom ja rechts war. Und so kann ich immer noch gucken und oder generell etwas in der Hand halten und gleichzeitig halt trotzdem den Zoom verwenden, ohne gleich mein Gerät wegzustecken. Fand ich persönlich jetzt nicht unglaublich störend, aber okay. So, welche Dame ist das? Nee, die ist zu weit weg. Mit sowas befassen wir uns gar nicht. Und man kann jetzt wohl auch aus dem Fahrzeug heraus diesen. Genau, hier, man sieht es gerade. Wir könnten jetzt auch hinzoomen und so ein bisschen von da aus uns auf irgendwelche Personen fokussieren. So, Licht schalten wir wieder ein. Und dann können wir eigentlich hier gleich mal einen U-Turn machen, weil er steht da halt kacke. Aber ich würde vorschlagen, das machen wir ab der nächsten Kreuzung. Der da steht entgegen der Fahrtrichtung. Und ansonsten fällt mir hier gerade nichts anderes auf. Außer er hier, den Kallenbox. Sehr schön. Er versucht ranzufahren. Wir setzen auch mal einen Blinker in der Hoffnung, dass er dann irgendwie was hat. Wir können ja schon mal schauen. M. Und offener Haftbefehl, ja, okay. Charlotte Burnett, jetzt wollen wir die an den Kragen. Das heißt, da haben wir gleich die richtige Dame rausgezogen. Ist auf jeden Fall noch gültig. Der Versicherungsschutz bzw. das Kennzeichen, ne? TÜV läuft noch alles. Mensch, Kinders, was ist denn das hier für eine Rotphase, bitte? Aufklärung einer Situation erforderlich. Ist jemand einsatzbereit? Nein, jetzt wollen wir hier mal. Das war Ich nämlich bin beim letzten gerade in einer Mal. anderen Angelegenheit Ne, das war unser beschäftigt. Problem. So, wenn die da jetzt. Lässt sie uns Platz? Ne, nicht so richtig. Ich will ja jetzt nicht rückwärts einparken, wir stellen uns einfach davor. Sie hat einen offenen Haftbefehl, das heißt, wir werden sie auf jeden Fall erstmal kontrollieren und sie darauf ansprechen, dass sie halt gerade bei Rot über die Ampel gefahren ist. Mal schauen, was sie dann sagt. Ich habe sie angehalten, weil sie über Rot gefahren sind. Es war mit absoluter Sicherheit noch grün. Keiner schuldbewusst. Führerschein. Den Führerschein und, wenn möglich, den Versicherungsschein, bitte. Bitte schön, Officer. Jetzt wollen wir mal schauen. Sie hat gar keinen Versicherungsschein dabei. Warum nicht? Geweitete Pupillen. Wir lassen sie mal aussteigen. Oder wir bestrafen erstmal und dann lassen wir sie aussteigen. Das gibt einen Strafzettel wegen des Fahrens bei Rot. Da werden 120 Jetzt bis denkt sie so, boah, $250 gleich komme ich weg, weißt du? Wirklich? Aber. Das ist viel Geld. Aber jetzt. Bitte steigen Sollen Sie sie aus noch mal und raus. kommen Sie auf den Bürgersteig. Wer wütend wird, Freund, so nicht. Eigentlich ja gut, dass sie jetzt nicht irgendwie. Dass sie jetzt nicht einfach wegfährt oder so, aber ich glaube, das wäre auch irgendwie OP. Da können wir halt gar nichts machen.
Also, sie hatte geweitete Pupillen. Ist das ein Indiz hierfür oder hierfür? Egal. Im Endeffekt können wir sie festnehmen, weil sie einen offenen Haftbefehl hat. Ne, das heißt, Hintergrunddokumente. Offener Haftbefehl. Ich muss sie festnehmen. Gegen sie liegt ein Haftbefehl vor. Bitte nein! Doch. Durchsuchen würde ich sie jetzt nicht, weil dafür haben wir keinen Grund. Das heißt, ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Anfordern. Und danach das Fahrzeug abschleppen lassen. Wir schicken Ihnen sofort einen Wagen. Ein Traum. Ach, schaut mal, wir haben jetzt schon ein Viertel unserer Zeit um und haben im Endeffekt nur sie hier jetzt festgemacht. Ein Auto muss abgesteppt werden. Eigentlich jetzt gerade schicken noch Sie ganz mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position? Schauen wir mal, von wo die kommen jetzt hier. Natürlich, er wird in Kürze bei Ihnen sein. Was mir noch fehlt, wäre echt so eine Ego-Perspektive. Das finde ich ein bisschen schade, dass wir die nicht haben. So, da rechts kommt schon mal was. Wir brauchen Unterstützung. Wer kann helfen? Leichter Unfall. Ja, wir sind ja eigentlich noch eingebunden. Also, ich bin gerade in einer anderen Angelegenheit beschäftigt. Ich weiß nämlich auch nicht, ob die NPCs, auch wenn sie gefesselt sind, also die Dame, ob die nicht auch weglaufen können. Bin ich ehrlich gesagt so ein bisschen überfragt. Da ist die Verstärkung. So, sie hier wieder. Schade, dass das noch nicht vertont ist, aber sie sagt halt nur Folge. Warum minus 12? Unrechtmäßiges Festhalten. Hä? Ist die nicht über Rot gefahren? Aber nur deshalb haben wir doch die Information bekommen. Jetzt bin ich gerade sehr verwundert. Stand da nicht gerade über Rot gefahren und wir müssen sie jetzt festnehmen? Oh man, das ist natürlich bitter. Schade. Wie hat sie sich da hingestellt und so? Nee, geht gar nicht. Oh Mann. Ja, schade. Muss ich ehrlich gestehen, ich dachte, wir hätten einen Fall bekommen. Und nur deshalb haben wir sie herausgezogen. Oh Mann. Egal. Ist wie es ist. Beide parken dann mit den Rädern auf dem Bordstein, aber ich glaube, das ist mir jetzt gerade egal. Ich hoffe einfach auf den... Alter, die sind auch schnell, oder? Wirken zumindest recht zügig. Hoffentlich sind jetzt da hinten auch, wenn wir da jetzt hinfahren, jetzt haben wir einen erweiterten U-Turn gemacht. Und die sind da auch noch unsere... So, den schnappen wir uns. So, er hier hat jetzt ganz klar die rote Ampel überfahren. Und jetzt stehen die da wieder. Da hinten haben wir auch wieder wen mit einer Unterbodenbeleuchtung. Und ich fährt er gleich noch. An derselben Stelle wie eben gerade, ne? Ich werde porös. So. So kann ich jetzt hier nicht aimen. So. Ja, sorry, wir können jetzt hier nicht jedes Auto. Wir haben ja jetzt schon unsere Autos. Wieder selbe Stelle, siehe wieder. Und wir haben ja jetzt das Kennzeichen überprüft. Und daher würde ich jetzt einfach mal einen Polizeicomputer öffnen. Hier wieder schauen. Waffenschein ja, Haftbefehl nein, aber Versicherungsstatus ist ungültig. Okay. Und schwere Körperverletzung hat sie bereits begangen? Ich meine, sowas ist ja auch nice to know. Bevor wir jetzt hier mit der Dame sprechen. Und man traut ihr das ja optisch jetzt nicht so zu. So, Fahrer festhalten. Ich habe sie angehalten, weil sie über Rot gefahren sind. Es war mit absoluter Sicherheit noch grün.
Den Führerschein und wenn möglich den Versicherungsschein, bitte. Bitte schön, Officer. Ein Traum, danke schön. Notfallunterstützung durch Officer angefordert. Bitte melden. So, wir machen hier einfach schnell die rote Ampel. Bin unterwegs. Und ich belasse es bei einer mündlichen Verwarnung. Hat Danke, Sie Glück Officer. Schönen Tag noch. Auf Wiedersehen. So, wo müssen wir hin? Ich finde, in der Ego-Ansicht zu fahren, macht echt Laune. So, aber nichtsdestotrotz sind wir dran vor. Ja, wie weißt du uns denn das Navi? Oder sollten wir hier einen U-Turn machen? Oh man. So, jetzt aber alles hier, Freunde. Links rum um die Kurve. So, ob das Fahrzeug einen Blinker gesetzt hat oder nicht, ist mir gerade Rille. Dann müssen wir einmal um die Botanik. Hallo? Ich habe keinen Ton mehr. Ah, jetzt? Okay, komisch. Irgendwie, wie als hätte ich aus dem Game rausgetappt, dabei habe ich gar nichts gemacht. Und ich war ja auch im Game noch drin und hatte auf einmal die Maus. Ja, vielleicht ein Bug. Okay, wenn man bremst, kann man einfach auch nicht lenken. Okay. Dann hier. Aber ist das gar nicht. Müssen wir nochmal weiter. Aus dem Weg. So. Wir sind vor Ort. Ich bin vor Ort. Ich kümmere mich um den Unfall. So, auch noch gültig. Und, oh no! Ich habe hier eine verletzte Person, RTW, erbeten. Aber auch krass, ne? Ach ne, ich dachte hier, doch, das Auto raucht hier vorne. Krass eigentlich. Also ich meine, nur aufgrund des Zusammenstoßes jetzt hier vorne mit der Person. Das hier hinten wurde halt voll in die Mangel genommen. Nun gut, sprechen wir erstmal mit den Herrschaften. Was sagen Sie uns? Ja, denn? Officer. Diese Person hat unerlaubt die Straße überquert. Aha. Den Führerschein und, wenn möglich, den Versicherungsschein, bitte. Bitte schön, Officer. Okay, was ist passiert? Hören Sie mich? Ich habe Schmerzen, aber nur leichte. Glück gehabt. Okay, super. Sie müssen zum Krankenwagen, wo wir Sie weiter untersuchen werden. Können Sie alleine gehen? Ja, schauen wir mal. Ja. Diese Person war ganz sicher zu schnell. Okay, der dahinter war zu schnell. Sie da vorne konnten nicht mehr bremsen, keine Ahnung. Den Führerschein und wenn möglich den Versicherungsschein, bitte. Bitte schön, Officer. Ein Traum, danke. Versicherungsschein schauen wir uns gar nicht erst an. Wir nehmen einfach alle fest. Ich bin wohl ein bisschen zu schnell gefahren. Ich habe alle. Okay, krass, mehr Zeugen gab es gar nicht. Okay, er sagt schon selbst, dass er ein bisschen zu schnell gefahren ist. Moment, das verstehe ich auch nicht. Was ist da los mit der Kamera? Junge, Junge, Junge. So, 21, 22. Und nochmal. Den Führerschein und, wenn möglich, den Versicherungsschein, bitte. Bitte schön, Officer. Also man sieht, ne, wie auch bei Notruf, noch kleine Kinderkrankheiten, aber im Großen und Ganzen lässt es sich ja doch recht flüssig spielen. Ne? So, Lincoln Morgan, einmal zurück. Und dann würde ich sagen, fangen wir jetzt mal an, hier unsere Fotos zu machen. Kann ich hier nicht?
Die Risse in der Windschutzscheibe waren also schon. Weil die kann ich nicht abfotografieren. Aber das hier ist halt neu hier, ne? So, hier so ein paar Dellen. Der Bericht ist ausführlich. Das ist ein Traum, aber wir arbeiten hier ja nicht nur 10%, sondern wir wollen ja alles machen. Hier sieht es ganz gut aus. Haben wir hier an der Seite noch was? Ja. Und auch noch das Nummernschild. Sehr, sehr gut. Haben wir hier noch irgendwie eine Seitenbeschädigung? Das war ja sonst die letzten Male immer. Hier haben wir nichts mehr und da hinten, so wie es aussieht, auch nicht. Oder? Das würde ja bedeuten, dass wir irgendwie etwas übersehen haben. Hier unten noch. Die Bremsspuren. Das heißt, das Auto hier vorne hat einfach eine Gefahrenbremsung hingelegt, weil die Person halt drüber ist. Sie konnte auch nicht mehr bremsen. Und er war einfach viel zu schnell und ist draufgehasselt. Das wäre jetzt hier so meine Sicht der Dinge zum Tathergang. Haben wir hier noch an der Seite? Also ich will halt echt nichts verpennen hier. Aber an sich kann ich hier, glaube ich, also ich kann ja jetzt schlecht sagen, hier irgendwer hat was falsch gemacht, deshalb würde ich jetzt, wir schauen erstmal in unseren Bordcomputer und dann lassen wir sie laufen, wenn sie wirklich alle keinen Dreck am Stecken haben. So, Waffenschein nein, aber halt auch kein Grund jetzt, warum ich ihn durchsuchen sollte. Auch hier nein und auch hier nein, sehr gut. Auch die Versicherungsdinge sind alle gültig, es ist kein Auto gestohlen, aber wenn ich mir das hier angucke, ne? Also das, nun gut. Aber bei ihm hier die Windschutzscheibe war kaputt, aber ganz ehrlich, wir übergeben okay jetzt den Bericht und dann hier tschüss. Ist Ihr Unfallbericht. Danke, Officer. Bitte schön und dann noch einen schönen Tag. Das war's. Sie können fahren. Einen nein, schönen Tag gehen noch. Fahren kann er nicht. Nein! Das war sehr falsch. Nein, Sie können nicht fahren. Das, wobei es raucht nicht, ne? Ein Auto muss abgesteppt werden. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position? Warum geht sie denn jetzt? Gnädige Frau, ich wollte ihn doch noch. Er wird in Kürze bei Ihnen sein. Dann machen wir es jetzt so. Ich gebe den Unfallbericht. Okay. Hier wollte ich nämlich eigentlich noch einen Unfallbericht geben. Da verstehe ich nicht, warum ich nicht danach agieren kann. Ein Auto muss abgesteppt werden. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position? Und das andere Auto ist einfach despawned. Sehr schön. Natürlich, er wird in Kürze bei Ihnen sein. So, die gehen jetzt, machen ihr Ding. Das heißt, wir können hier jetzt auch wieder voller Tatendrang weiterfahren. Hallo, 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 was rennst denn hier so über die Straße? Jetzt der Verkehr, oder besser gesagt fließt der Verkehr ja jetzt weiter. Da kommen die Abschlepper. Ich meine, okay, im Endeffekt hätten wir den einen noch mit. Ich sollte mir mal angewöhnen, erst für das vorderste Fahrzeug einzuholen, einen Abschlepper. Was mich jetzt so ein bisschen ärgert ist, wir hätten halt, ich wusste halt nicht, dass wenn ich ihm jetzt einen Bericht gebe und ihn laufen lasse, er einsteigt und instant fährt, weil eigentlich hätte ich sein Auto ja auch abschleppen müssen. Aber es kam halt irgendwie nicht. Nun gut, egal. Können wir jetzt nicht ändern? Ganz ehrlich, wir fahren hier schon mal, bevor wir jetzt hier eine halbe Stunde wieder stehen. Ich dachte gerade, sie sitzt da nur mit einer Hose bekleidet. So, das Unfall haben wir immerhin recht gut abgearbeitet. Auch hier wieder 3000 Beweise, die wir gefunden haben, aber das ist halt auch echt nur kleinen Mist. Aber die Unfallberichte, das war gut. Da hätten wir halt 20 Punkte haben wir da jetzt verpennt. Da hätten wir noch mehr haben können. Unsere Schicht ist auch gleich vorbei. Also wir haben hier echt wenig Punkte gemacht diesmal. Wo ist das? Ja, da vorne. Komm, den ziehen wir jetzt raus. Das müssen wir noch machen.
Schon wieder. So, fahr da mal ran. Ihre Schicht ist um. Ja, ja. Den machen wir jetzt noch. So. Rot. Beziehungsweise immer noch gültig. Aber welche Person haben wir denn da vor uns? Führerschein, nein. Oh. Dann darf sie ja theoretisch gar nicht weiterfahren. Ja? Muss mal nachschauen. Also wenn sie das jetzt wirklich ist und sie jetzt fährt ohne Führerschein, dann kann ich sie ja nicht einfach weiterfahren lassen und sagen, ja, alles gut. Wenn der Fahrer nicht mehr fahren kann. Also ich meine, okay, an sich verstößt halt nicht gegen Parkvorschriften, bla bla bla. Aber sie braucht ja einen Führerschein, oder nicht? Habe ich hier sowas wie Führerschein? Nein, natürlich nicht. Verkehrskontrolle, Zeugenbefragen, Notlichter, Rettungswagen, Verkehrsunfälle, Verkehrsverstöße, Spieler. Noch nicht für... Ach, krass. Diese Gründe. Okay, das hier, aber bis dato haben wir das ja Gott sei Dank noch nicht gemacht. Okay, Gott sei Dank, okay. Im einfachen Modus werden wir dafür auch nicht bestraft. Unerlaubte Straßenüberquerung, Beweise, aber hier Führerschein steht halt nichts, ne? Aber ich kann die ja nicht einfach weiterfahren jetzt, ne? Also, guten Tag, gnädige Frau. Zum einen ich habe Sie angehalten, weil Sie gerade über Rot gefahren sind. Es tut mir leid, ich hab's sehr eilig. Ja, geht nicht. Sag ich, wie es ist? Scheint Angst zu haben. Den Führerschein und wenn möglich den Versicherungsschein. Bitteschön, Officer. Ja, danke. So. Irgendwie haben die alle keinen Versicherungsschein mehr, ne? Sie scheint nervös zu sein. Bitte steigen Sie aus und kommen Sie auf den Bürgersteig. So, ich gucke Safety First nochmal, aber sie ist das ja, ne? Hier sehe. Ja, kein Führerschein. Die Frage ist, was hat sie mir dann gerade gegeben, weil das ja immer ein Führerschein ist. So, also zum einen ist sie... Nein, fahren... Rote Ampel... Das gibt einen Strafzettel wegen des Fahrens bei Rot. Da werden 120 bis 250 Dollar fällig. Sie vermiesen mir den Tag. Hey. Und dann halt auch, dass sie ohne Führerschein fährt. Wo kann ich das denn machen? Fahren mit einem abgelaufenen... Ja, theoretisch ja dann das, ne? Oder? Müssen wir noch mal hier kurz, ne, ich will jetzt echt keinen Fehler machen. Wir haben jetzt schon minus 12 Punkte. Das können wir uns nicht so ganz leisten. Ne, der Ausweisstatus ist nämlich nicht. Sie hat nur einfach keinen Führerschein. Fahren ohne Führerschein. Nein, das nicht. Gestohlenes Fahrzeug auch nicht. Gefälschtes Kennzeichen, nein. Fehlender Führerschein, ach krass. Okay, krass. Ich muss sie festnehmen wegen dafür Fahrens kann man sie fassen. Ohne Führerschein. Ehre. Bitte tun Sie das nicht. Doch, Sie müssen. Ich sag, wie es ist. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. So, weg mit ihr. Wir schicken Ihnen sofort einen Wagen. Und auch den hier dann ein Auto muss abgesteppt werden. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position. So, wo kommt er denn? Ah, da hinten kommt er, sehr gut. So lange müssen wir hier natürlich noch warten. Was ist eigentlich? Gibt es hier sowas wie Warnblinker? Signalhorn, Hupe, Licht, Kamera, Bordcomputer, Kamera wechseln. Es gibt hier nichts wie Warnblinker. Das ist ja komisch. Weil die NPCs haben das ja selbst, nur wir nicht.
Kollegin wieder. So, rechtmäßiges Anhalten, auch das haben wir eigentlich ganz gut gemacht. Mussten wir nochmal unser vollstes Können hier unter Beweis stellen. Also die rasen hier dann aber auch Stück weit, ne? Das ist echt erschreckend. Können wir nicht mal hier in die Lücke lassen. So, wenn wir jetzt hier noch drastisch auffallende Fälle haben, ist nicht so ein, ich habe falsch rum geparkt Fall, also sie gibt einfach nur 10 Punkte. Aber jetzt so drastische Fälle, dann könnten wir das ja eigentlich noch fast mit abarbeiten. Aber ich glaube leider, das wird nichts, weil jetzt sind wir bereits am Präsidium. Und ich glaube, sobald die Schicht offiziell vorbei ist, kriegen wir auch keine Benachrichtigung mehr über weitere Einsätze. Das heißt, wir haben leider zu wenig Punkte, um jetzt uns hochzuleveln. Das heißt, ich würde, glaube ich, eine Folge dann schnell offscreen spielen. Und da jetzt keine Bildschirmaufnahme machen. Weil ich glaube, das wäre jetzt für euch doof. Sag ich, wie es ist. So, der Unfall war eigentlich ganz gut. Ne? 20 Bonuspunkte. Hier, die hätten halt nicht sein müssen. Und wir sind halt wieder so knapp. So unglaublich knapp. Hätten wir die jetzt nicht gehabt, hätten wir es trotzdem nicht geschafft. Ja, schön. Oh man, ärgerlich. Aber okay. Oder komm, wisst ihr was? Wir machen heute eine längere Folge. Wir machen einfach noch ein Ding. Sag ich, wie es ist. Wir wollen jetzt auch hier unseren Abbring haben. So, Downtown Abend oder morgen. Ganz ehrlich, wir machen jetzt immer wieder eine Fußstreif. Hatten wir lange nicht mehr. Das ist jetzt was, da sehe ich uns. Melde Raser mit der Radarpistole. Auch das kriegen wir hin. Jetzt konzentrieren wir uns mal wieder auf die wichtigen Dinge im Leben. Raser und Falschparker. Und da haben wir dann hier schon einen. Zum einen Ausrichtung, falsche Richtung und ich würde auch sagen zu weit weg, ne? Wobei, der steht ungefähr genauso weit. Nee, das ist noch okay. Da wollen wir mal nicht meckern, ne? Wir sind ja auch nicht päpstlich als der Papst. Jetzt haben wir gar nicht aufs Kennzeichen geachtet. Müssen wir ja nochmal schnell gucken. Grün sieht gut aus. Auch grün. Also ich achte jetzt nur noch echt auf die Farbe, damit man gleich weiß, okay. Unterstützung angefordert. Ist ein Officer verfügbar? Ich bin im Gebiet. Ich sehe mich jetzt nach der gesuchten Person um. Aufenthaltsort der gesuchten Person wurde auf ihrer Karte aktualisiert. So. Dann pesen wir da mal mit Hochgeschwindigkeiten rüber. Bin ich schon im Gebiet oder warum? Sagen die mir hier, ja, bin ich. Okay, ein Traum. So, roter Rock kommt uns hier entgegen, aber das sieht mir ehrlich gesagt nicht so aus. Bewaffnet, ja, okay, krass. Okay, wir sind hier genau am... Ist das hier oder renne ich jetzt gerade in die falsche Richtung? Wir müssen... Ah, bestimmt dann da oben. Und natürlich haben wir jetzt hier so eine doofe Stelle erwischt. Mann, oh Mann, oh Mann. Und jetzt haben wir ja auch keinen Dienstwagen. Naja. Müssen wir durch, ne? Sag ich, wie es ist. Was macht ihr da? Dealt ihr hier, oder was? Ich hab euch im Auge, Freunde. So, roter Rock. Sie hat einen roten Rock. Sie ist es doch auch, oder nicht? Ja, sie flieht! Ah, das wäre für mich... Nein! So, sorry, das musste ich jetzt machen. Wir nehmen sie jetzt fest.
weil Sie einen offenen Haftbefehl haben. Ich muss Sie festnehmen. Gegen Sie liegt ein Haftbefehl vor. Bitte gehen Sie auf den Bürgersteig. Bitte, nein! Doch. Ja, sorry, ne? Sonst wäre die uns da rausgerannt. Da mussten wir jetzt mal agieren. Und sie ist bewaffnet. Dementsprechend durchsuchen wir nochmal. Oder? Nee, sie an sich... Nee, ich lasse es. Ich lasse es. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Wir hätten halt noch nach einem Person zu fragen können, aber ich wollte halt nicht, dass es weiterläuft und dann ist am Ende weg. Das ist mir dann doch etwas zu... Minus 10. Warum? Warum? Das ist doch Safety-Truller hier. Ich meine, sie ist ja auch weggelaufen. Hier, der schwarze Rucksack hier. Die Brille, die Haare, das ist sie halt. Die gesuchte Person. Gibt es dafür jetzt wenigstens... Ja, die gesuchte Person wurde gefunden. Gute Arbeit. Ja, toll. Toll. Oh Mann. Warum kriegen wir denn für sowas jetzt... Wir haben uns halt kein Perso geben lassen, ne? Ich verstehe es nicht. Weil sie kommt uns entgegen, rennt weg, rennt halt aus unserem Bereich. Was erstmal game-technisch scheiße ist. Nein, scheiße, das war auch kacke. Oh Mann. Freunde, jetzt habe ich mich gerade auf was anderes konzentriert, sag ich, wie es ist. Müssen wir wieder gut machen und einen richtigen Strafzettel hinlegen, ne? Nee, aber wie gesagt, das ärgert mich jetzt echt. Weil wir hätten ja die Möglichkeit gehabt. Und da vorne wurden wir angefahren. Oh no. Immerhin haben wir jetzt hier mal was zu tun. Ich habe hier eine verletzte Person. RTW erbeten. Genau. Aufklärung einer Situation erforderlich. Ist jemand einsatzbereit? Wir sind jetzt hier gerade schon in einem... Ich bin gerade in einer anderen Anlage. Den Führerschein und wenn möglich den Versicherungsschein, bitte. Bitte schön, Officer. Na, immerhin redet er jetzt auch mit uns hier. Sein Personalausweis ist abgelaufen. Okay, dann schauen wir mal. Können Sie mich hören? Es tut weh, aber geht schon. Okay, gut. Das gibt einen Strafzettel wegen des abgelaufenen Führerscheins. Bis zum Krankenwagen, wo wir Sie weiter untersuchen werden. 75 bis 150 Dollar. Ja, mein Anwalt wird sich darum kümmern. Ich komme mit. So, er wollte abbiegen. Der Bericht ist ausreichend. Haben wir hier denn noch irgendwie Zeugen? Sie steht auch da wie so eine 1A-Zeugin. Was können Sie mir denn erzählen? Nichts. Als ich es gesehen habe, war es schon passiert. Toll. Toll, toll, toll. Gut, dass wir sie haben. Haben Sie was gesehen? Nein, danke. Sie haben doch bestimmt was gesehen. Ich habe nichts gesehen. Ich habe nach dem Krach nur aus Neugierde geguckt. Ach so, Sie gaffen also. Widerliches Pack. So. Ihn haben wir schon gefragt. Hast du was gesehen? Nein. Gerade hatten die halt so eine Meldung ja bekommen, dass wir alle befragt haben, aber irgendwie. Okay, hier ist Ihr Unfall. Naja. Scheint quasi nutzlos. Alle Zeugen haben einen Bericht erhalten. Was soll's? Ja. Was soll das eigentlich heißen? Ne? Sie dürfen fahren. Schönen Tag noch und fahren Sie vorsichtig. Genau, fahren Sie nicht wieder wen an. Ne? Gibt es hier gleich wieder minus EP, weil wir ihn haben fahren lassen. So, diese Parko ist abgelaufen. Ist da hinten leuchtet blau? Jetzt weiß ich nicht, war. Okay, 21 war blau. Passt auf. Wie sieht es aus? Ist auch blau oder türkis?
So. Wollen wir mal weiterschauen hier. Wir laufen ja einfach immer um unser Brighton Police Department. Aber irgendwie scheint es auch hier leider nicht viel zu geben. So, hier haben wir wieder ein paar parkende Autos, da können wir schauen. 21 und auch hier grün. Auch hier die Ampel ist grün, beziehungsweise diese Parkuhr. Aber hier haben wir doch die Räder ganz klar auf dem Bürgersteig. Dementsprechend gibt es da auch ein fachmännisches Knöllchen von uns an die Windschutzscheibe dran gepinnt. Welcher Monat ist das? August. Hat er gerade noch mal Glück gehabt. Aber sie hier wird... Das geht gar nicht. Guten Tag, gnädige Frau. Sie haben hier gerade die Umwelt verschmutzt. Ich habe Sie angehalten, weil Sie Müll auf die Straße geworfen haben. Sie haben offensichtlich nicht genug zu tun. Und Sie sind offensichtlich sehr faul. Auffälliges Verhalten wie Zittern. So. Nein, nein, nein! Sehr gut, wenn sie hier gegen die Wand läuft, damit kann ich arbeiten. Wo ist sie denn? So. Ich finde schön, dass auch gar nichts sagt. Irgendwie nicht mehr halt Polizei oder so. So, gnädige Frau, jetzt will ich aber einen Ausweis. Wenn sie jetzt wieder weiterlaufen, ne? Bitte schön. Schuss ins Bein! Wir brauchen Unterstützung. Wer kann helfen? Ja, machen wir das. Ich übernehme das. Ihre Karte ist aktualisiert. Neue Informationen zur Position der verdächtigen Person. So, sie war ja nervös, zittert. Und danach wollen wir Nicholas Robinson verhaften. Und sie verhaften wir jetzt, weil sie ein Klappmesser hat. Ich muss sie festnehmen. Springmesser. Sie führen ein Springmesser mit sich. Bitte gehen Sie auf den Bürgersteig. Genau, machen Sie mal hier die Straße wieder frei. Bitte, Officer. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Verstanden. Wir schicken Ihnen sofort einen Wagen. Ein Traum. Sehr schön. Und dann schauen wir uns jetzt mal an, wo wir den Nicholas Dingsbums finden. Hier einfach zurück. Ein Traum. Sehr gut. Das kriegen wir hin. Wir wissen aber nicht, wie er aussieht. Hispanisch als Ethnie, braune Haare, biegefarbenes T-Shirt und grüne Shorts. Ich glaube, das Auffälligste wären jetzt hier einfach die grünen Shorts. Ich bin im Gebiet. Ich sehe mich jetzt nach der gesuchten Person um. Ja, sorry. Da hinten ist er. Ich habe gesehen, wie Sie Müll auf die Straße geworfen haben. Ja. Und? Also sowas, ne? Sag ich, wie es ist. Ihren Ausweis bitte. Hier ist er. Ein Traum, danke. Einmal zurück. Und dann bekomme ich einmal von Ihnen ein bisschen Geld. Sie bekommen einen Strafzettel wegen des weggeworfenen Mülls. Bis zu $25. Wirklich? Das ist viel Geld. Ja, wenn Schönen Sie so Tag Lust machen. Ne? Auf Wiedersehen. So, ein Traum. Nein, Sie doch nicht. Ihn will ich. Ist das ein... Keine Ahnung. Er sieht halt so aus, ne? Biegefarbenes Hemd, grüne Shorts. Guten Tag. Ich halte Sie an, weil Sie einem Phantombild ähneln. Da liegt eine Verwechslung vor. Ja, dann geben Sie mir mal Ihren Personal. Einmal den Ausweis, bitte. Natürlich. Bitteschön. Na also, ist er. Er meidet den Augenkontakt. Ja, Sie sind hiermit leider festgenommen, mein Freund.
Weil Sie ein Offizier. Ich muss Sie festnehmen. Gegen Sie liegt ein Haftbefehl vor. Bitte tun Sie das nicht. Tun Sie das nicht. Hä? Bleiben Sie mal hier. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Da geht er weg. Glaubst du es? Verstanden. Wir schicken Ihnen sofort einen Wagen. Alter, was ist denn hier mit den Leuten los? So, da kommt schon unsere Verstärkung. Ihn haben wir. Alter, 280 für den Fuß. Begründetes Anlegen von Handschellen. Okay, krass. Aber warum so viel? Sehr gut. Hallo, ich bin hier, um die tatverdächtige Person in Gewahrsam zu nehmen. Ja, das ist ein Traum, ne? Habe ich hier geparkt? Bitte, ist er hier. Begleiten Sie mich widerstandslos zum Streifenwagen. Genau. Wenn es sein muss. Hä? Wieso jetzt, wenn es sein muss? Das habe ich nicht verstanden. Egal. Darf ich mit dieser Winkerkelle eigentlich jeden? Bis in der Mitte dem Fahrzeug aus dem fließenden Verkehr raus. Aber darf ich jeden rauswinken? Einfach so mal sporadisch und schauen? Oder muss das gezielt sein? Wobei an sich ja jetzt ganz gut, ne? Ich meine, das hat jetzt ordentlich Punkte gegeben hier, die Runde. So viel hatten wir, glaube ich, als Bodenstreife noch nie. No Parking. Aber wir haben kein Wednesday, also kann er da von mir auch stehen. Was ist das hier für eine Zone? Auch in Ordnung. Versicherungsschutz sieht gut aus. Auch hier sieht das ganz al dente aus. Oh Mann. Hoffentlich kommt hier noch irgendwas rein. Rot, da können wir gleich noch mal ein Knöllchen dranlegen. Müssen erstmal schauen, dass wir freie Fahrt haben. Und der hier. Der steht auf jeden Fall zu weit weg. Ist natürlich ärgerlich, dass wir jetzt hier einmal, beziehungsweise zweimal, glaube ich, sogar hier die Punkte verloren haben. Also diese Ansehenspunkte. So, und hier ist halt die Parko abgelaufen. Und irgendwer hat dann hier gerade noch Müll weggeworfen. Auch das wollen wir natürlich noch ahnden. Wo ist das Subjekt? Da hinten. Aber es läuft außerhalb unseres Bereichs. Und das finde ich halt so schade. Müsste das Game doch erkennen, okay, hier ist gerade für den Spieler die Grenze. Weil es bringt mir jetzt nichts, da hinterher zu laufen. Und ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, mehr, wer es war. Nun gut. Der Mann hat Abfall auf die Straße geworfen. Das wollen wir natürlich sofort ahnden. Am besten knüppeln wir ihn gleich nieder. So, ich habe gesehen, wie Sie Müll auf die Straße geworfen haben. Es tut mir leid. Ja, das muss es auch. Ihren Ausweis bitte. Genau, einmal her damit. Hier ist er. Aha, der Personalausweis ist also auch abgelaufen, Julian Barker. Das sieht schlecht aus. Das sind zwei Verstöße. Abgelaufene Personalausweis. Es gibt einen Strafzettel wegen des abgelaufenen Führerscheins. Macht 75 bis 150 Dollar. Wirklich? Das ist viel Geld. Ja. Und die Umweltverschmutzung. Sie bekommen einen Strafzettel wegen des weggeworfenen Mülls. Bis zu 25 Dollar. Wirklich? Das ist viel Geld. Ja. Schönen Tag noch. Ja, auf Wiedersehen. Jetzt können Sie von mir aus weiterfahren. So. Alter, hier fast wieder ein Unfall. Die rasen hier aber auch durch. Waffenschein nein, Führerschein nein. Räume die unten. Was? Schon wieder? Oh, der ich habe hier eine verletzte Person. Der, das sieht RTW nicht gut erbeten. RTW erbeten. Haben Sie was gesehen?
Diese Person ist überraschend abgebogen. Okay. Dein Zwillingsbruder, oder wer ist das? Überraschend abgebogen. Was haben Sie gesehen? Diese Person ist überraschend abgebogen. Ja, das habe ich jetzt schon zweimal gehört. Aber was anderes können Sie mir nicht erzählen. Hören Sie mich? Ich habe Schmerzen. Alles gut. Einen schönen Tag noch. Okay, super. Sie müssen zum Krankenwagen, wo wir Sie weiter untersuchen werden. Können Sie alleine gehen? Alles gut. Einen schönen Tag noch. Ja, das geht. So. Also ich meine, klar, ich habe ihn da noch. Und weitere Zeugen habe ich hier nicht, ne? So, was sagen Sie denn dazu hier? Der Unfall hat mich ziemlich mitgenommen. Ich bin noch ganz durcheinander. Kann sein, dass Sie ein bisschen zu schnell um Kurve sind. Den Führerschein und wenn möglich den Versicherungsschein, bitte. Motorhaube defekt hier vorne, ne? Also bitte schön, Officer. Mann, oh Mann, das muss ja dann schon recht zügig gewesen sein hier. Der Personalausweis ist also abgelaufen. Das ist natürlich schlecht. Das gibt einen Strafzettel wegen des abgelaufenen Führerscheins. Macht 75 bis 150 Dollar. So viel Geld habe ich nicht. So, das haben wir. Jetzt machen wir noch ein paar Fotos. Juni. Hat aber Glück, dass wir Mai haben. Weil nächsten Monat läuft sein Führerschein ab. So, haben wir hier vorne noch was? Nein. Aber haben wir hier vorne... Ey! Oh man. Haben wir hier vorne noch einen Fleck oder so? Nee. Ihre Sicht ist um, Officer. Aber was hätte ich hier denn jetzt noch finden sollen? Damit ich auf die vollen 100% komme. Täterfoto. Die defekte Dingenscheibe hier haben wir nicht. Aber habe ich hier irgendwas? Hier, ne? Weil er ist ja wohl recht spontan hier rum. Bremsspuren haben wir auch keine. Hinten am Reifen ist nichts. Nun gut, dann würde ich sagen, einmal Ihr Unfallbericht. Okay, hier ist Ihr Unfallbericht. Danke, Officer. Ich weiß halt nicht, ob ich die einfach so fahren lassen kann, aber an sich erstelle ich ja jetzt nur eine Unfallanzeige und dann kriegt er später Post. Das war's. Sie können fahren. Einen schönen Tag noch. Ich wünsche Ihnen was. So, wir pilgern einmal zurück. Punkte, das ist auch in Ordnung. Die Unfallzeugen befragt. Ich weiß jetzt halt auch ehrlich gesagt nicht, ob wir ihn jetzt irgendwie... Also ich meine, klar, ne, er hat halt gerade einen Menschen angefahren, aber für sowas kann ich ihn ja jetzt erstmal nicht... Das wird er ja dann irgendwie... rechtliche Konsequenzen habe, aber ich kann ihn dafür ja jetzt nicht einbuchten. Da es ja im Endeffekt jetzt nicht beabsichtigt war, die Person umzufahren. So. Einmal über den Führerschein, über den Zebrastreifen. Und dann loggen wir uns mal ein in unserem Programm. Und das müsste ja jetzt eigentlich... fast 600 Punkte geben. Also so trotz Abzug. Weil wir kriegen ja diese 20% Marke. So, sehr gut. 603 Punkte, das ist natürlich ein Traum. Und wir haben einen neuen Einsatztyp freigeschaltet. Die Verkehrskontrolle. Du hast einen neuen Stadtteil freigeschaltet und kannst ihn auswählen, sobald du 5 Schichten deiner aktuellen Woche abgeschlossen hast. Downtown. Okay. Schauen wir mal. Ändere zugewiesene Stadtteile. Du hast einen neuen Stadtteil freigeschaltet. Du kannst jeden Montag auswählen, in welchem Stadtteil du die nächste Woche spielen möchtest. Okay. Ah, wahrscheinlich ist das hier dann jetzt ein Bereich. Dann haben wir hier einen Bereich. Und dann vielleicht hier entweder einen großen... sodass die Map im Endeffekt vielleicht in 3 bis 4 Bereiche aufgeteilt ist oder Stadtteile.
und wir dann weiter gucken. Okay, interessant. Was mich jetzt interessieren würde, ist, was ist hiermit? Wir haben ja jetzt unsere Sterne, aber kommt hier noch mehr? Wie läuft das? Oder ist das jetzt einfach nur, weil es halt ein Early Access ist und viel weiter, viel mehr können wir nicht freischalten? Ich glaube, das werden wir jetzt erst erfahren, wenn wir weitere 644 bzw. 634 Punkte haben. Das wird aber wohl noch ein wenig dauern. Deshalb, ich bedanke mich jetzt schon mal ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Wir haben jetzt doch recht viele Punkte gemacht, gerade auch durch die Fußstreife. Nun müssen wir mal schauen, ob das nicht vielleicht beim nächsten Mal doch lukrativer ist. Und damit bis zum nächsten Mal. Tschüss.